ich bin Sam von Buddies United und heute haben wir ein ganz spezielles Video und dieses Video ist in Kooperation mit einer Instagram-Fanpage von unserem Lieblingsclub Eintracht Frankfurt entstanden, und zwar SG Eintracht Frankfurt. Der Link zur Instagram-Seite ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung und für sicherlich für alle Eintracht-Fans auf jeden Fall ein Muss, dieser Seite zu folgen. Aktuelle Sachen, neue Sachen, aber auch so spezielle Sachen, Interviews mit Spielern, alles mögliche auf jeden Fall vorbeischauen. Und zusammen haben wir jetzt, nehmen wir jetzt dieses Video auf, und zwar wird es, habt ihr euch in der Vergangenheit mehr FIFA-Videos gewünscht, und diesen Wunsch erfüllen wir euch heute. Und zwar werden wir jeweils 2200 FIFA-Points, das heißt für 20 Euro FIFA-Points, benutzen, um Packs zu öffnen, Footdraft zu spielen, was auch immer. Wir können damit machen, was wir wollen. Und ja, und wir versuchen dann in den Packs möglichst gut Spiele zu bekommen. Und mit allen Spielern, die wir in diesen Packs bekommen, werden wir am Ende gegeneinander spielen. Und ich habe mir auch schon überlegt, was ich mir was ich mit den Points machen werde. Ich glaube, ich werde jetzt einmal Footdraft spielen. Da muss ich mal schauen, ich nehme es auf, aber ich muss mal schauen, wie viel ich euch davon zeige. Auf jeden Fall werde ich euch die Packs zeigen und dann werde ich, aktuell gibt es glaube ich 25k Packs und dann noch normale Packs einfach ziehen. Und wir schauen, was drin ist. Es gibt aktuell glaube ich Man of the Match Karten vom FA Cup noch. Es gibt das Afrika Cup Team of the Tournament und es gibt das neue One to Watch Karten von den Wintertransfers. Also es gibt einige Spezialkarten plus das aktuelle Team of the Week, also einige Spezialkarten, die man ziehen kann, und ich hoffe, da kommt was Gutes bei raus. Und ja, wie gesagt, am Ende werden wir dann gegeneinander spielen, alles in diesem Video. Und an der Stelle auch vielen Dank an guthaben.de, die uns jeweils 20 Euro zur Verfügung gestellt haben, um halt die Packs zu öffnen. Der Link zu der Seite ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung auch. Also vielen, vielen Dank. Dort findet ihr zu allem Möglichen, was ihr wollt, zu Handyanbietern, Netflix, zu PlayStation, zum PSN. Bekommt ihr Guthaben-Codes, das ist zuverlässig und schnell. Also bei uns war das super schnell, haben wir die Codes bekommen, eingelöst im Store und perfekt, hat alles funktioniert. Also falls ihr Guthaben braucht, falls ihr ja, auf allen möglichen Plattformen, auf allen möglichen, ja, dann checkt den Link ab, ist der erste Link in der Videobeschreibung und natürlich auch den Link von SG Eintracht Frankfurt. Und ja, ich würde sagen, wir gehen dann auch gleich ins Video. Schreibt mir in die Kommentare, falls ihr mehr davon sehen wollt. Gebt dem Video einen Daumen nach oben nach diesem Video, falls es euch gefallen hat. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal ins Video. Ja und ja! Jawohl, 1-0. Oh, scheiße, 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 komm. Das kann doch nicht sein, das ist so ein... Und Messi, ganz stabil, ganz ruhig, 2-1, wieder Führung hergestellt. So, das war's, wir haben das erste Spiel mit 2-1 gewonnen. Ja, aber man kann das noch verbessern, würde ich sagen. Okay, und das war's dann hier. Ihr seht, ich habe leider in der zweiten Runde 4-1 verloren. Ich muss zugeben, der Gegner hat richtig stark gespielt, wobei ich, obwohl es ein ziemlich ausgeglichenes Spiel war, und am Ende hat er mich halt ausgekontert. Ihr seht, 12-10 Schüsse, 9-5 aufs Tor. Wir können auch uns meinetwegen die Höhepunkte ansehen. Das erste war ein Tor von ihm hier, er hat in Schwarz gespielt, ja, kommt dazu einfach durch, neuer Held, und dann den ja, Abpraller sozusagen. Dann auf der anderen Seite, kurz vor der Pause glaube ich, hier Aguero stark durchgesetzt, dann unten perfekt ins linke Eck und danach, ja, mehrere Konter. Ihr seht es hier, Konter durch, eingewechselt Neymar,
Und dann auch ins untere Eck, gut gemacht. Dann nochmal Aguero. Ihr seht wieder einen Konter. Aber ich muss mir selber an die Nase fassen, weil das ist. Ich habe vorne meine Chancen zu leichtsinnig liegen lassen und am Ende nochmal Messi auch wieder einen Konter. Also drei Konter haben. Ja, so ein Schuss, also. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll hier. Da kann auch Neuer nicht machen. Also starke Tore auf jeden Fall erzielt, aber es hätte auch anders ausgehen können. Ich habe mir auch mehr erwartet aus dem Strafen, muss ich mir sagen. Aber ich hatte einen guten Gegner und es war wirklich ein gutes Spiel. Hat eigentlich auch Spaß gemacht zu spielen, bis es halt dann. Am Ende war es dann ärgerlich mit den Gegentreffern. Wahrscheinlich werde ich auch nichts Gutes bekommen. Zwei Goldsets, ein Jumbo-Goldset. Naja. Aber das waren Footdraft-Packs. Deswegen, ich habe mir überlegt, dass ich zwei von denen hier öffnen werde, zwei von diesen 25k-Packs und dann halt noch die Footdraft-Packs und dann noch zwei von den 15k-Packs und ich glaube noch die restlichen halt vier Stück, glaube ich, dann von 7,5. Und ich hoffe dann so einen zu bekommen, von diesem Born to Watch. Aber mal schauen. Und mit was beginnen wir? Ich würde sagen, wir beginnen mit den Footdraft Sets. Hier als erstes die zwei Gold Sets. Da wird wohl nicht viel drin sein. Aber mal schauen, vielleicht ein guter Spieler. Na, Non-Rare können wir skippen. Wird wohl nichts Gutes sein. Und ich glaube, die werden nicht mal. Ich nicht machen werde. Rechts hat der Piszczek. Piszczek 82er, schon mal gut. Den haben wir doppelt, deswegen den haben wir schon im Verein. Und Jumbo wird hoffentlich nochmal einen seltenen. Mal schauen. Offensiv, Liverpool. Coutinho 85. Der ist. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt was wert ist, aber fürs Team, ich dachte eigentlich, diese Packs. Sowieso für den Müll. Coutinho Nice 85er. Ich bin mal gespannt. Oh, paar 20k. Hier 21k geboten. Nicht schlecht, nicht schlecht. Muss ich wirklich sagen. Ich dachte jetzt in den Footdraft Packs, aber zum Beispiel da hat sich der Footdraft schon gelohnt. Machen wir weiter mit den 25k Packs. Ich bin nervös. 25k Packs, 350 FIFA Points. Keine Special Karte, rechter Flügel, Napoli, Callejon. Ja, ist das dein Ernst? Ist das ein Ernst, EA? Also 9 Tempo ist kein schlechter Spieler, aber wenn das der Beste aus dem Pack ist. Ousmane Dembélé, der wird zwar auch nichts wert sein, aber ein guter Spieler auch. Das rechte Mittelfeld, Okaka. Naja, also. Und ich glaube, ich öffne jetzt erstmal ein 15k-Pack. Ich mache das alles ein bisschen durcheinander. Und mal schauen. Ah, kein besonderer. Also ZOM. Bojan Krikic von jetzt bei Mainz. Das ist sehr, sehr nice. Krikic ausgeliehen von Stoke City. So Leute, wir sind jetzt hier beim Spiel. Ihr seht jetzt gerade meine finale Aufstellung. Und ihr seht, im Tor habe ich Diego Benaglio, ich habe leider keinen besseren Torwart gezogen. Dann in der Verteidigung Kurt Zuma und Goitschko Kacza von Augsburg, wobei ich Varan einwechseln werde. Aber aus Chemiegründen habe ich Kacza drin. Dann links Davis, rechts Piszczek, dann rechtes Mittelfeld Ousmane Dembélé, offensiv dann Bojan Krikic, links Townsend und Coutinho, zentral defensiv, Xabi Alonso und vorne habe ich Nias von Hull City, dann auf der Bank, also hier Torico, mein bester sozusagen Auswechseltorwart, dann De Marcos noch schnell, Carcega González, der sieht eigentlich auch gar nicht so schlecht aus, Callejon, den werde ich sicherlich reinbringen, Okaka und Kukurin und hier noch Reserve. Der einzige Spieler, den ich nicht gezogen habe, ist hier Insigne, der ist aber verletzt, den kann ich ja sowieso da nicht benutzen. Deswegen macht es auch keinen Unterschied, aber ja. So, da ist er auch schon. Hier natürlich mit Eintracht gegen Eintracht.
Ich weiß selber nicht, was für ein Team er hat, deswegen. Oh mein. Ja, okay. Der hat Aduriz, ist stark, der hat auch Zuma, Nasri. Der hat, ich sage mal, ein bisschen ausgeglichener, aber unser Coutinho ist glaube ich, trotzdem noch der beste Spieler hier, wenn ich das sehe. Vielleicht hat er noch jemanden auf der Bank, bin ich mir nicht sicher. Und dann beginnen wir doch auch gleich mal. Hier Eintracht gegen Eintracht. Coutinho und Champion und so. Und ja, wir sind in Schwarz und Weiß gegen ihn in Rot. Und es kann doch nicht. Nach nicht mal fünf Minuten gespielt, 1-0 für ihn. Oh Gott, es war viel zu einfach. Verteidigung sah nicht gut aus. Und Benaglio, naja. Oh, die erste Chance. Nias war es, glaube ich. Okay. Komm, Coutinho, zeig mal was. Du bist der beste Spieler auf dem Platz. Zumindest von der Bewertung her. Komm, Nias. Oh, klasse Verteidiger. Wir hatten ein paar gute Möglichkeiten, aber so viele Torschüsse gab es nicht. Hier 3-2 Schüsse für uns. Auf Piszczek. Piszczek mit der Flanke. Nias Caballero. Oh, starker Pass von ihm. Viel zu einfach und dann gute Parade. Das kann doch nicht sein, so ein Fehlpass. Und das ist unnötig. Ich wollte auf die andere Seite. Okay. Kommt da so ein Pass nicht durch und ich glaube, das war's. Das war's, glaube ich. Und ja, wir verlieren 1-0. Er hat wirklich nicht schlecht gespielt, besonders die ein oder andere gute Chance war dabei, die auch hätte reingehen können. Aber ich muss vorne auch kaltschnäuziger sein. Auf Callejon, macht da ein zweites Callejon. Oh Mann. Komm, Callejon auf Felipe Coutinho. Schuss, Schuss. Oh. Hat er den Ball nicht richtig erwischt. Wieder Coutinho. Was ein Tor. Was ein Tor. Und wir führen 2-0. Felipe Coutinho. Und das möchte ich mir nochmal anschauen. Der hat perfekt gepasst. Dann drinnen. Und es steht 2-0. Figuli. Oh. Oh, Benaglio. Oh mein Gott. Also, krasse Chance. Remy. Okay, jetzt ist er drin. 2-1. Und das hat er auch gut gemacht. Da hat die Verteidigung ein bisschen gepennt, muss ich sagen. Da waren wir zu dritt gegen einen. Trotzdem nicht geschafft, den zu verteidigen. Aber na gut, okay, Pause. 2-1 für uns. Hier 8-4 Schüsse, wie gesagt. Er hatte auch die eine oder andere gute Chance.
Schön gespielt. Townsend. Flanke. Tor! Ich war mir das gar nicht so sicher. Aber dann ist es doch Callejon. Also ich bin super zufrieden mit meiner Entscheidung, dass ich ihn von Anfang an gespielt lassen habe. Und ja, Glück, dass er dann so reingeht, aber... Und mit dieser Ballverlust. Nasty, klasse Pass auf Hasebe. Hasebe und es steht 3-2. Also ich weiß nicht, wo der Hasebe hingestellt hat, dass er so offensiv ist. Ich glaube, der ist eigentlich ein Innenverteidiger hier als Inform. Aber das hat er wirklich gut gemacht. Klasse Pass von Nasri und Hasebe macht, ja, Innenverteidiger. Und Hasebe macht es 3-2 und es wird wieder spannend und eng. Figuli, jetzt aufpassen, kommen wir ran, dran. Flankt und Riesenparade von Benaglio. Und nochmal. Oh mein Gott, also Benaglio. Amy. Gut geblockt von Townsend. Bojan, Vorteil. Komm, Leute. Kommt durch. Niemand läuft wirklich mit. Muss er schießen. Bojan! Krikic und er macht das Tor. Ein Mainzer im Trikot von Eintracht Frankfurt. Und das Bojan und das war's vom Spiel. Also nach einer 1-0-Pleite im Hinspiel gibt es einen 4-2-Sieg für uns. Und es hat wirklich Spaß gemacht zu spielen. Viele Chancen, viele und einige Tore. In der ersten Hälfte auf jeden Fall hätte er auch noch das ein oder andere Tor machen können. Aber so auf jeden Fall ein gutes Spiel von beiden, glaube ich. Und es hat Spaß gemacht. Und das war's dann auch eigentlich mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr FIFA-Videos sehen wollt. Oder und wenn bei FIFA, was für was ich da machen soll. Ob Steffen und ich wieder gegeneinander spielen sollen. Ob wir gegen andere spielen sollen. Ob wir irgendwelche Serien machen sollen. Und ja. Abonniert nicht vergessen, falls ihr neu seid. Checkt auch die Links in der Videobeschreibung ab. Und dann sehen wir uns bald wieder hier bei Ballist United. Ciao.